Auf dieser Karte sieht man gelb die indigenen Reservate, die doch etwa ein Viertel des Amazonas schützt im jetzigen Moment. Davon leben die Surui hier und die Yanomami hier. Und was jetzt eben geschieht, ist, dass all diese Reservate, die eigentlich den Amazonas schützen, mit der neuen Politik für den Rohstoffabbau genutzt werden sollen. Das heißt, Firmen dürfen in Zukunft dann hier rein und genau in diesen Schutzgebieten den Wald abholzen und den Rohstoff aus dem Boden bringen. Das müssen wir unbedingt verhindern, weil sonst wird das ganze Gebiet zu einem Industriegebiet und damit zum Ende des Amazonas-Regenwaldes und dem Lebensraum der indigenen Völker.